Ich frage, was am billigsten ist. Ich habe heute Weißkohl gekauft und werde dann bayerischen Kraut daraus machen. Wenn es meine Zeit erlaubt, dann gehe ich zwischendurch natürlich auch einkaufen. Mein Mann ist ein großer Gemüsefreund und da muss ich sehr viel Eintopf kochen. Und natürlich muss ich auch bei den teuren Preisen Gemüse kaufen, muss mich aber dann natürlich davon überzeugen, was am preisgünstigsten ist. Und das werden wir natürlich dann auch kaufen und dann noch essen. Meiner Meinung nach sind an den steigenden Preisen auch die Betriebsessen schuld. Wir dürfen nicht vergessen, eben in den Betrieben, die ganzen Eintopfgerichte, die fallen ja für die Hausfrau bei uns hier weg. Ich habe zum Beispiel früher 10 bis 15 Zentner Gemüse in der Woche gebraucht. Heute verbrauche ich nur 2 Zentner. Aber die Unkosten, die sind ja dieselben geblieben.